Ja, Freunde, wollen wir mal Jagdpanzer fahren, aber vorher mal Büsterchen anschmeißen. Tja. Ja. Natürlich verlieren wir den Scout als erstes, ne? Freunde, bevor ihr das vergesst, gönnt dem Video mal einen Daumen nach oben. Dass ich mir das überhaupt antue hier, ey. Unser Team ist komplett falsch gefahren. Hier die linke Seite ist schwach besetzt, die Mitte ist kaum besetzt, alles ist nach rechts. Das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Also Bro, wir haben hier kaum Hilfe, keinen Spot. Wo willst du hin? Ja, sage ich doch. Ich cross hier dieses Ding da nicht, Alter. Die haben schwerste TDs. Kann sein, dass er jetzt ein volles Brett kassiert. Ja, unser Scout war ja nur 3 Sekunden am Leben, ne? Den Kranwagen konnten wir ja auch gar nicht überreden, mal nicht da rein zu donnern, oder? Ja, der sollte da jetzt nicht um die Ecke. Der Typ ist 100 Mal schneller als du. Was machst du denn da?
Vor allen Dingen, wenn du da rechts hinter den Berg fährst, ne, dann können deine zwei Artis dir auch nicht helfen, ne? Es ist halt aus 100 verschiedenen Sichtweisen einfach schlecht, da nach rechts zu fahren. Wir haben hier auch gar keinen Spot. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich keinen Jagdpanzer fahre, weil die Mitspieler die Qualität von verfaulten Gurken haben, ne? Die sich überall wegschmeißen und du dann einfach hilflos am Ende dann verreckst. Nicht mal der Heavy hier macht irgendwie mal Teamwork, ne? Der macht die ganze Zeit Solo-Aktionen da drüben. Unser FV hat es auch nicht geschafft irgendwie, ne? Der hat sich auch weggeschmissen, finally. Genau. Ich baue uns einfach. Ja. Ja, Jagdpanzer hier in 100 nicht spielbar, weil ignorante Mitspieler. Ne, sie spielen nicht mit dir zusammen, sondern sie spielen ihr Ego-Spiel. Ne? Der eine Scout stirbt nach 5 Sekunden. Irgendwelche Heavys fahren rechts aufs offene Feld, ins Kreuzfeuer, schmeißen sich weg. Der hier fährt nicht zurück, um mir zu helfen, bleibt hier einfach stehen. Gönnt sich einfach, lässt mich verrecken. Ah, Mediums unfähig, Scout unfähig, Alter, du hast keinen Spot, du hast keine Hilfe, du kassierst von allen Seiten. Mitspieler schmeißen sich alle weg. Also das Ding ist leider unspielbar. Jagdpanzer EN100. Absolut unspielbar. Absolut. Speziell auch auf solchen Maps wie die von gerade eben. Leider, leider, leider kann man diese Dinger nicht mehr spielen. Dann triffst du noch den 277er mit Goldmunition an seiner Schwachstelle irgendwo da seitlich am Turm, unter dem Turm. Und trotzdem bounce du den Schuss. Also, das ist. Ja, diese großen, langsamen Panzer, leider Gottes, ne? Die Zeiten sind vorbei. Deswegen ist es auch irgendwie langweilig geworden. Du kannst nur noch schnelle Scouts und schnelle Mediums fahren, wenn überhaupt. Weil alles, was langsam ist, ist komplett ausgeliefert,
Da bist du massiv abhängig von deinem Team. Du bist einfach massiv abhängig von deinem Team. Der Scout macht da Ziele auf, aber schießt irgendwie keiner, oder was? Ja, unsere IS-7 müsste sich schon längst mal zurückgezogen haben, hier hinter die Häuser, ne? War ja klar, dass der kaum Unterstützung da drüben hat, also warum da stehen bleiben? Und IS-7 ist relativ schnell, da kann man auch schon mal abhauen, ne? Und nicht irgendwie einfach stur da stehen bleiben und warten, bis man überrollt wird, ne? Ist klar, dass das dann in die Hose geht. Seit das Schneechaos in Deutschland gibt, seit 2, 3 Tagen, ist sie auch schon wieder komplett.
Ja, plötzlich schießt Tigermaus nur noch Wattebällchen. Die Schüsse penetrieren nichts. Nicht mal die Turmseite von diesen Scheißviechern oder die Unterwanne. Ja, und jetzt triffst du noch nicht mal, ey. Ja, und auch das wird eine Niederlage, ne? Weil du fährst was Langsames. Wenn du was Langsames fährst, Alter, verkackt dein Team halt, ne? Und dann verlierst du halt meistens. Ist halt so. Also bin ich die Runde echt mit meiner Goldmunition wirklich an allem gebounced, was es hier rumfährt. Also Tigermaus, wirklich jetzt, verarschst du mich, Alter, verarscht ihr mich, Wargaming? Alter, bin ich jetzt mit meiner Goldmunition wirklich den ganzen Tag nur noch gebounced, ja? Wirklich an 8er Heavies, an 10er, an 9er, an was auch immer hier rumfährt. Warum schieße ich denn überhaupt, Alter, wenn die Munition sowieso nichts penetriert? Wenn die Scheißmunition eh nichts penetriert, wofür schieße ich denn hier überhaupt, Alter? Was ist denn hier los? Ja, ich hätte gern mal minimalste Unterstützung. Opti-Schlopti, Finger in die Plopti, ja. Legendär ist auch der Basecamp in der Scout. Der hätte wenigstens mal irgendwo da hinten. Was ist denn mit dem hier, Alter? Tiger 2 hat gar keinen Bock mitzukämpfen. Er gönnt sich da hinten Full HP den Busch. Ja, alles richtig gemacht. Genauso spielt man das. Okay, Brudi, okay. Auch das eine Niederlage. Sobald du langsame Panzer fährst, bist du so dermaßen abhängig von der Intelligenz deiner Mitspieler. Und die ist ja sehr oft gar nicht vorhanden, ne? Ach Gott. Es ist einfach zum Heulen. Es ist zum Heulen. Oh, wir haben einen 279er. Ich befürchte Schlimmes. Sehr oft ist der 279er in meinem Team ein gekaufter eBay-Account.
Oh cool, mein Fernseher möchte sich ausschalten. Immer wenn es spannend wird, Alter. Ja, wir bräuchten jetzt mal Leute, die vernünftig mitschießen. Oh, ich hab's vorausgesagt. Unser 279er hat sich weggeschmissen. Jetzt guck mal auf Tacho, der hat einfach eine Minute überlebt. Ja, Freunde. So sieht's nämlich aus. Der 279er in meinem Team hat genau 1 Minute und 30 Sekunden überlebt. Das war so ein, ich kaufe meinen Account bei eBay, weil ich habe keinen Bock mehr, das Ding selber freizuspielen. Ne? Und dann spielen die auch dementsprechend. Ne? Nee, keine Chance. Also speziell auch wegen dem Battle Pass und Schneeeinbruch in Deutschland. Die Leute sitzen alle am PC und spielen halt genau das, was sie gerade spielen. Ne? Kannst du komplett knicken, Alter. Sobald du langsame Dinger fährst, bist du vollkommen ausgeliefert. Und dann schickt dir Wargaming auch noch so einen 279er, der nach 20 Sekunden sich wegschmeißt. Ja, das ist ein Original AFK-Bot-Team, ne? Typisch Wargaming. Nur solche Dinger kriege ich den ganzen Tag. Ja, das war's. Games over. Selbst meine Munition darf nichts mehr penetrieren, weißt du?
Ja, fahrt doch mal durch und nimmt doch mal die Arti raus, damit wir eine Chance haben zu gewinnen, Kollegen. Jo, jetzt stehen die da mit drei, vier Mann hinter mir und gucken zu, wie ich verrecke, Alter, anstatt durchzufahren, ne? Die könnten zum Beispiel durchkippen. Oh Junge, wie diese Munition überall bounced, Alter. Das ist doch. Ja, keine Chance. Die einzige Möglichkeit noch zu gewinnen wäre gewesen, wenn die da mal durchgefahren wären und gekappt hätten zu dritt. Aber weißt du, dafür musst du halt auch Gehirnzellen haben, ne? Hat man leider nicht. Ja, langsame Panzer fahren. Maus, Maus, Tiger, Tigermaus, Jagdpanzer, ist alles dasselbe. Und Wargamings Unfair Matchmaking nicht zu vergessen, die mir einen Alibi 279er in mein Team schicken, der eine Minute später platzt. So platzpatronenmäßig. Also das ist Wargaming at its best, Alter. Und ihr wart jetzt dabei. Ich hab's sogar vorausgesagt, weil das nicht das erste Mal ist, dass das passiert. Ja, 279er in meinem Team hat exakt eine Minute überlebt. Guck dir den Typen mal an. Der ist volles Brett in was weiß ich, wie viel Panzer reingedonnert. Ja, was habe ich denn? Einen 10er Medium ohne Damage. 10er TD ohne Damage. 279er haben wir ja festgestellt, hat nur eine Minute oder 2 Minuten überlebt, wenn überhaupt. Ein Scout, der nichts gerissen hat. Ein Autoloader. Ein BZ, der auch. Also, was soll ich dir sagen, Brudi? Guck mal hier. Nach XP. Nach Damage. Ach ja, es ist einfach. Ja, ich gib's auf, langsame Panzer zu fahren, ne? Und fahr wieder den ganzen Tag Scout. Ja, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, wir sehen uns. Bis dann.